Ja, moinsen, Magas und Margarin. Wie ihr unschwer hören könnt. Heißt das unschwer hören können? Nee, wie ihr unschwer verkennen könnt. Was? Okay. Also, es ist nicht zu überhören. Wir sind gerade in iRacing drin. Pete hat sich auch gerade mal in Fefe reingeschmissen. Er hat ja in der letzten Folge schon gesagt, er ist noch nicht gefahren. Jetzt hat er es mal ausprobiert. Ich habe auch gerade ganz kurz nochmal die eine oder andere Runde gedreht, um mal so ein bisschen reinzukommen. Habe mich selber ein bisschen verbessert. Also auch meine persönliche Bestzeit habe ich noch verbessert. Und ich habe mir gedacht, wir fahren, wenn wir schon so einen professionellen Spotter haben, der uns auch ein paar Tipps geben kann, fahren wir einfach noch eine Runde. Pete. Moinsen, Dicken. Das klingt gar nicht, das ist auch in jeder Folge neu. Moinsen, Dicken. Heute war Pete in der Oper. Ja. Ja, sage mal, was für eine Zeit bist du gefahren? Eine 23,8. What? Okay, also Pete ist immer noch schneller als ich, aber was zu erwarten war. Ich bin eine 23,5 gefahren, 24,5, Entschuldigung. Da gucken wir nochmal schnell rein in die letzten zwei, drei Runden hier, bevor wir nämlich ins Race reingehen. Da könnt ihr euch das nämlich mal ansehen, was meine Runde war, bevor wir, naja, bevor es wieder ins Rennen geht. Ich habe noch ein bisschen gefeilt und optimiert. Ist ganz okay, würde ich sagen. Ist meine persönliche Bestzeit mit 24,5. Ich glaube, ich bin sie im Stream schon mal gefahren. Ist aber noch ein bisschen Luft nach oben. Aber fühlt sich auf jeden Fall besser an. Ich habe so die kleinen Fehler, die ich gerade gemacht habe, so ein bisschen ausgemerzt. Hab Pete seinen wunderschönen Schaltgeräuschen gelauscht, die mich dann motiviert haben. Und, ja, sorry, das weiß ich nicht, wie ich das wegkriege. Das meine ich durchaus positiv und nicht negativ. Okay. Ja, nee, aber es nervt ja mich auch, wenn ja, alles gut, weitermachen. Hä? Den habe ich jetzt... Weitermachen, habe ich gesagt. Ja, machen wir doch jetzt. Ich gucke mir gerade nochmal die Runden an hier. Jo. Oh, hier ist aber auch einer, der fährt halt eine 1,22,8, ne? Das ist halt schon brutal. Ach hier, das war die Runde. Ja, die Runde danach war auf jeden Fall gut dann. Die Runde danach war auf jeden Fall gut. Moment, wir spulen das mal kurz vor. Hier war ich nämlich so ein bisschen am Experimentieren. Die habe ich auch richtig schlecht genommen. Und jetzt habe ich eine geballert. Ich glaube, hier kam dann... Bist du bei deiner schnellsten gerade? Jetzt gucke ich gerade fast meine schnellste Runde an, ja. Du kannst bei der ersten, wo du anbremst, über das Weiße hinweg rausfahren, ne? Ein bisschen ausholen. Ja. Beim Anbremsen. Wusste ich auch nicht. Habe ich, glaube ich, bei meiner schnellsten auch nicht gemacht. Aber man kann da mit einer Seite drüber fahren. Ich versuche gerade auch noch rauszufinden, wann ich da wirklich bremsen kann. Ich taste mich so ein bisschen zärtlicher ans Bremsen ran. Warte mal, ich guck mal eben. Ich glaube, da ist schon gar nicht schlecht, wo du bei der ersten bremst. Hier bin ich auch noch so ein bisschen zaghaft. Ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr in der Kurve. Ich muss auf jeden Fall richtig schalten mit dem Fefe. Den schalte ich noch nicht richtig. Ja, ist ein Unterschied. Zwischen Benz fahren und Fefe ist ein Unterschied. Da muss man sich erst dann dran gewöhnen. Mit dem Schalten. Ja, das ist gar nicht mal so ein kleiner Unterschied. Ah, das war nicht so gut, der Korkenzieher. Da kann man auf jeden Fall noch was rausholen. Hier hätte man auch noch ein bisschen enger fahren können und mehr Schwung mitnehmen. Das ist eigentlich die Kurve, finde ich, nämlich jetzt mittlerweile sehr gut hier, die letzte. Schwuppdiwupp sind wir, glaube ich, dann auch bei 1,24,5 gelandet. In dem Moment. So, ich gucke mir mal meine an. Ich weiß, die war auf jeden Fall nicht perfekt, aber ich gucke sie mir mal an. Wir müssen hier auch gleich ins Qualifying reingehen. Ja. Gleich so dann ist immer, ich habe es wieder vergessen, Viertel nach. Ja, ne? Viertel nach, ja. Und dann muss ich noch mal kurz gucken, Leute, ob ich mich für IMSA anmelden kann, dass ich eventuell auch noch IMSA fahren kann. Das wäre natürlich... Aber da musst du dich wieder auf ein anderes Auto einstellen, ne? Also, ja. Aber den Benzer, den habe ich schon oft geprügelt jetzt. Jetzt meinst du, wir machen heute IMSA-Only-Session oder was? IMSA, soll ich schon Fefe? Ja, würde ich fast raten, weil dann ich höre auf dich. Pete, du hast mehr Erfahrung als ich. Ich höre auf dich. Wir machen heute Fefe Only und gönnen Orange Juice den Auftritt des Fefes. Weil Orange Juice
hat Fefe quasi mehr oder weniger gesponsort. Dankeschön an der Stelle nochmal Orange Juice. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt. Das wäre absolut nicht nötig gewesen. Ich danke dir trotzdem. Ich genieße den Fefe sehr. Das war ein sehr, sehr guter Vorschlag von dir. Und überbrückt auch die etwas längere Wartezeit in Imsa. Und so kannst du dich halt den ganzen Abend auf den, oder solange du machen willst, auf den halt einschießen, den Fefe, ne? Den ganzen musst Abend? Du nicht immer, ja, musst du halt nicht immer rum switchen. Pete, hast du, was ist denn er von der Klasse her? Wer? Na, hier steht A, C, D und R. Er ist Rookie. Ah, Rookie fährt hier mit? Aber wundert mich, dass der da mitfahren kann, weil das ist ein D-Klasse, Rennen. Ah, nee, das ist Practice. Im Practice kann er mitfahren. Ah, okay. Aber im Rennen nicht, im Rennen nicht. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, hat mich jetzt auch, wo du sagst. Was ich noch erwähnen wollte, warum wir jetzt halt den Fefe fahren und nicht Imsa, für mich ist es aktuell wirklich noch sehr, 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 sehr schwer, mit GTE und LMP gleichzeitig zu fahren. Und ich versuche gerade so ein bisschen für mich nochmal so in dieses Rennen und Fights reinzurufen, ohne dass nochmal ein LMP oder GTE dazwischen kommt. Das ist ja, Imsa ist ja Triple Class und ich habe noch so Schwierigkeiten, immer den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ich Leute vorbeilasse. Darauf hat Pete mich auch gerade schon hingewiesen, netterweise, weil Pete und Reini, die gucken sich auch sehr viel an, was ich bei iRacing mache, um mir wirklich zu helfen. Und ich versuche deswegen gerade auch hier in dem Fefe, also dem Ferrari Cup, mehr oder weniger so ein bisschen Fuß zu fassen. Aber ich möchte trotzdem Imsa noch fahren. Also ich möchte sehr, sehr gerne noch Imsa fahren und mich da auch weiter so ein bisschen eingrufen und das üben. Was ich gerade vergessen habe, ich habe euch die Results gar nicht erzählt von dem anderen Rennen. Ich habe minus 0,21 Safety Rating gekriegt und minus, ich glaube, 40 I-Rating. Also ich habe ganz schön auf den Deckel gekriegt gerade. Also ich habe richtig auf den Deckel gekriegt. Ich weiß zwar nicht, wo mein ganzes I-Rating hin ist, weil ich war schon fast bei 1,5 I-Rating. Wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Aber wie ich ja schon gesagt habe in den Folgen hier und auch letztens im Livestream. Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr ihn nicht kennt. Mir geht es nicht mehr wirklich ums Rating. Ich möchte einfach Rennen fahren. Mich darauf konzentrieren. Natürlich ist es ärgerlich, wenn sowohl das Safety-Rating als auch das I-Rating runtergeht. Aber ich möchte das jetzt nicht auf Krampf irgendwie farmen, dass ich in B bin und irgendwie so mit so rejoint man auf jeden Fall. Nicht auf Biegen und Brechen irgendwie nach oben und rein und dass ich das fahren kann. Es kommt mit der Zeit, glaube ich. Es kommt mit der Zeit. Ich werde jetzt noch ein Stück trinken, bevor wir reingehen. Und dann versuchen wir mal eine 1.24.5 hinzubügeln. Bist du schon auf dem Rennserver? Ja. Jetzt geht's auch gleich los. Vielleicht habe ich Glück und schaffe eine niedrige 1.24. Das würde mich natürlich selber sehr freuen. Ich denke, ich habe gerade einen sehr guten Groove. Aber man weiß ja nie. Okay, Qualifying geht los. Na dann, Aufi. Ich bin heiß, ich hab richtig Bock. Sehr gut. So muss das. Hier gehen wir natürlich wieder ein bisschen zärtlicher rein. Und dann geht's los. Aufi! Dran denken, Reifen sind noch nicht ganz so warm. Darf man immer nicht vergessen. Sonst wiggle in der Einführungsrunde ein bisschen. Also Schlangenlinien fahren, aber halt vorsichtig. Nö. Okay. Ja, haben wir schon gemerkt, hat ein bisschen geschoben. Auf den Vorderreifen. Haben wir sehr früh gebremst. Oh, das war... Ja, da müssen wir... Korkenzieher müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen üben, dass wir da sehr schnell durchkommen.
und los. Green, green, green. Attacke. 1,24, okay. Low wäre schön. Jetzt drehen wir uns mal eine Runde, oder? Hier habe ich wieder ein bisschen verkackt. Nee. Schade. Oh, der geht, glaube ich. Nee, das war nicht gut. Das war. Oh, hohohohoho. Perfekter Stopp. Leider haben wir auch dadurch zwei Incidents gesammelt. Aber wir haben zumindest was versucht. 1,25,1. P8 im Moment. Konnte ich leider im Qualifying nicht reproduzieren, also hat leider nicht ganz gereicht. Aber immerhin haben wir uns fast eine Sekunde verbessert im Gegensatz zum letzten Rennen. Das ist okay. Was bei mir halt mittlerweile, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich früher immer gar nicht gedacht, aber beim Autorennen ist es bei mir zumindest so, wenn mir jemand zuguckt oder ich weiß, dass ich quasi aufnehme oder streame, dann bin ich immer irgendwie ein bisschen nervöser. Man kommt nicht so, also wenn man offline fährt, ist man mehr in so einem Tunnel drin, weil man weiß, dass man für sich alleine ist. Das ist keine Ausrede, die Leistung ist, wie die Leistung ist, da gewöhnt man sich, glaube ich, über die Zeit dran, aber man ist halt ein bisschen nervös. Ist das bei dir auch so, Pete, wenn du weißt, dass Aufnahme läuft oder der Stream an ist? Nö, eigentlich nicht. Ich muss mich dann halt mehr konzentrieren. Aber ich werde jetzt meine Hände vor die Augen machen und ich gucke dir nicht zu. Alles klar, Piet, dann tschüss. Ja, tschüss. Nein. Ja, versuch das abzuschalten, dass du da jetzt auf Aufnahme bist. Aber du hast doch auf Aufnahme gedrückt, oder? Du, eben gerade, als ich davon gesprochen habe, dass ich aufnehme oder streame, habe ich wirklich geguckt, ob ich aufnehme. Aber ja, die Aufnahme läuft. Die ist an. Sehr gut. Die ist an. Sehr gut. Oh Mann, ey. Das, was für ein Desaster, du. Das, ich glaube, das wird auch jetzt so ein Running Gag, dass wir in jeder Folge irgendwie... Hast du auch Aufnahme gedrückt? Hast du Aufnahme gedrückt? Nils, hast du Aufnahme gedrückt?
Oh Mann, ey. Ja, was für eine Chaos-Folge, ey. Darf ich kurz mal in eigener Sache von Get Pole was sagen? Also nichts Schlimmes. Natürlich. Und zwar, gut, wenn das ausgestrahlt wird, hier die Folge, dann ist das schon wieder Geschichte. Aber im Moment sind ja die 6 Stunden Le Mans auf Le Mans. Und da ist unser Team im C8, also in der neuen Corvette, im Moment auf P7. Ah, stark. Ja. Ist das heute, oder was? Im Moment läuft's ja. Nice. Aber wir haben ja auch eine Menge gute Fahrer, ne? Ja, die müssen noch 2 Stunden fahren. 4 haben sie schon rum. Naja, das ist doch stark. Ich guck mal, was das... Das ist im gleichen Split, was das LMP2 Auto macht. Ja. Warte, sag ich gleich. Rubbel die Katz. Ah, die hatten, glaube ich, einen Unfall. Die sind P12. Also in der LMP2-Klasse. Ja, gut, aber... Ja, auch okay, auch okay. Geht immer besser. Ja. Aber ich sag mal, Hauptsache man kommt durch, ne? Richtig. P10 ja, die Jungs haben schon Ambitionen, aber ich sag auch, so ein Langstreckenrennen ist halt auch Spaß fürs Team, ne? Mit den Leuten, mit denen man fährt. Ja, auf jeden Fall. Und das werden wir auch mal zusammen machen, Dizzy. Aber da fangen wir halt klein an. Ich würde sagen, wenn du dann irgendwann mal B-Klasse hast, ja, dass wir mal so am Wochenende, das ist einmal die Woche immer, Endurance fahren. Hier die VRS Endurance. Das ist dann 3 Stunden. Da fahren wir mit dem Audi, ne? Was du willst. Da kann also alle, ich glaube, alle GT3 sind dabei. Ach so, weil ich habe nämlich letztens auch dieses Auto gekauft, was ihr so gerne fahrt, dieser Rentnerwagen da. Ach, du meinst den? Nein, wirklich? Du meinst den Audi RS3? Ja, den Ding. Na, den TCR? Ja. Na, echt jetzt? Ja, was denn? Ja. Ja, wirklich? Ja, ich hab den gekauft jetzt. Alter, das ist aber anderes Fahren, ne? Da ja, musst du dich erstmal dran gewöhnen. Ich hab Fefe gekauft, ich hab den Porsche gekauft, also den GTE Porsche. Und dann habe ich noch den Dings gekauft. Ja, weil du ab 3 gab's Rabatzki und dann hab ich gesagt, ach, scheiß auf der Hund drauf, ey. Haust rein. Ich habe dann nochmal geguckt, wie viel Dollar ich hier schon reingepumpt habe und dann habe ich die Seite wieder zugemacht und gesagt, gut, nächstes Mal. Ah, hier, guck mal, der von der Humboldt-Universität hier, oder was? Nee, Hublot, Entschuldigung. Ich habe Humboldt Oh, wie... wie geht das denn? Ach, Nils. Ja, Lesen war nie so meine Stärke, auch in der Schule schon nicht. Habe ich immer schlechte Noten gehabt im Lesen. Ich kann es heute noch nicht. Ja, ich auch nicht, du, keine Sorge. Wird auch nicht besser. Wird auch absolut nicht besser. Oh, ist da nicht hier dieser Niklas, der da eben, den du abserviert hast, wo du noch eine Nachricht geschrieben hast? Ist er hier nicht die, der vor dir ist? Nee. Die Nummer 7, Niklas Cabré. Nee, ich habe ja Sebastian irgendwen abgeschlossen. Ach so, nee, das hast du gedacht, Sebastian. Ja. Ist ja auch egal. Konzentration, ne? Ich mache gerade nette Snake-Bilder im Gaspedal hier. In der Telemetrie. Okay. Guck ich mir dann an. Mein Pulsschlag. Du sollst nicht rumalbern, du sollst dich konzentrieren. Entschuldigung. Alles gut. Hol's mal gut. Oh, der vor dir ist nicht ins Crit gegangen. Oh. Vielleicht wollte er nicht oder so? Das war P8 war das. Vielleicht macht er Safety Rating oder? Ja, wahrscheinlich. Startet von hinten. Du kannst ruhig ein bisschen weiter nach, aber nicht so. Ja, genau. Ja, ich versuche es ein bisschen vorsichtiger zu sein, dass hier niemand abschießt. Wir sind ja hier nicht in ACC. Genau. Wo man durch Leute durchfahren kann. Und deswegen lasse ich lieber immer ein bisschen mehr Platz. Und dann am Ende greife ich nochmal an. Aber ich mag dieses Bremsen-Fiepen so gerne. Ja. Dieses ganz leichte so. Das wirst du dann im GTE haben. Du hast dir den RSR geholt, ne? Ja, den Porsche. Ja. Oh, ich habe aber eine sehr ungünstige Startposition hier, weil ich werde wahrscheinlich außen auf der Außenbahn in der Kurve starten. Ja, wirst du. Das ist sehr unangenehm.
pass auf, wenn der Korkenzieher ein bisschen Abstand, aber komm nicht irgendwie raus, dass du aufs Gras kommst, beziehungsweise auf, wie heißt denn das immer, Kies da. Kies, ja. Mann, ey. Kiesbett. Ja. Oh, oh. Ja, genau so weit außen, ne? Ja, genau, genau. Hab ich noch, alles gut? Hast du noch, ja. Vor allen Dingen, du sagst es noch und ich mach es noch, ey. Oh, okay. Ja, alles bin, gut, ist nichts passiert. Ich bin wieder dran, hat keiner gesehen, okay? Niemand. Nee, nee, haben wir, haben wir. Wird rausgeschnitten. Hier wird nichts rausgeschnitten. Also, Kata, schneid es raus. Konzentrier dich jetzt. Ja. Green, green, green. Catch up, 3, car. Oh, mein Kumpel ist wieder direkt neben mir. Left side. You're on the right, 3 wide. Car on your left, 2 wide. Still there. Innen, die sind immer noch innen, die Jungs. Jetzt ist clear. Kommt wieder einer. Stay on the right. Stay on the right. Er ist immer noch links neben dir. Vorbei, clear. Ich wurde jetzt einmal komplett durchgereicht, aber ja, muss ich jetzt mit leben. Jo. Kann ich nur hoffen. Oh boy. Oh, da vorne ist ein bisschen Action. Ja, ich fahr mal zärtlicher hinterher. Ja, wir haben auch Vorsicht, die sind jetzt, ihr seid nebeneinander, ne? Ja, oh, der eine biegt ab. Da ist es nämlich schon passiert. Da ist es schon passiert. Ich hoffe, ich habe keinen weggeschossen. Nee, hast du nicht, hast du nicht. Okay, super. Du bist leicht aufs Kies gekommen. Ja, fuck, ey. Ich habe natürlich aus dem letzten Rennen nichts gelernt. Ach, ich ärgere mich gerade über mich selber. Aber ist egal, Attacke. You got it, slow down on the right. Okay. Let's go. Nein. Okay. Oh Mann. Okay. Ja, meine Lenkung ist auch kaputt, glaube ich. Schief? Ja, ich glaube. Oh, was fahre ich denn für einen Schnodder zusammen heute? Ja, Lenkung ist schief. Sehr doll, oder? Ja, geht noch. Aber es lohnt sich nicht. Hat man da einen Fast Repair? Das weiß ich jetzt gar nicht. Okay.
You got a slow car on the left. Ah, da vorne ist ein Dreikampf. Oh, der eine fährt in die Box vor dir. Ja, ich fahr den kaputt durch jetzt. Ja. Krieg ich hin, glaube ich. Oh, meine Katze setzt gerade an, zum auf den Schoß springen. Bell sie einmal an. Das bringt nichts. Okay. Der hört schlecht. Ah. Kommt nach mir. Konzentrier dich. Der hinter dir ist circa 2,5 Sekunden weg, die vor dir circa 4,5 Sekunden. Sind aber voll im Zweikampf, da passiert also noch was. You got a slow car on the left. Go left. So. Bis P12. Weiter so fahren. War nicht so einfach mit krummer Lenkung. Ja, glaube ich dir. Noch 8 Minuten. Oh oh. Fahr weiter so, konzentriert. Mai. You're in the top 10.
Sie sind auf P10, Herr Lentes. Ja, ja, ja. Sehr schön genommen. Also hinter dir 3,3 Sekunden weg, ja. Vor dir 7,7. Noch 4,5 Minuten. So langsam tun die Hände weh. Ja, Konzentration. Vom Lenken. Der hinter dir hat jetzt aufgeholt. Ja, war eine schlechte Runde. Oh shit, das ist weit raus. Eieiei, das war nicht gut. Oh Mann, ey. Puh. Hier ist aber auch echt nicht mehr viel mit Reden nebenbei. Wenn ich die ganze Zeit gegenlenken muss. Er ist halt wirklich richtig im Blut.
Dafür machst du es gut. You just got the white flag. That means one more lap to go. Muss die letzte Runde jetzt sein. Ja. Bitte nicht. Der setzt sich neben dich, der ist innen. Oh, meine Katze hat gerade was umgeworfen neben mir, ey. Nein, Junge. Der ist wieder innen. Oh, der ist in dir drin. Was ist da los? Wow, der muss einen schlechten Ping haben. Ey, meine Katze hat neben mir was umgeworfen. Ich hab mich gerade so erschrocken. Ich hab voll den Bremspunkt verpennt, ey. Oh, was ein Shit, gib ey. Gib Gas. Ist durch, ne? Ja, sollte. Ja. Alright, there's the checkered flag. Oh. Ey, Mann! Good job. Very good job. Katastrophenrennen! Katze springt an der Seite noch auf das Ding drauf, wo meine Lampe drauf steht. Die Lampe fällt was um. Oh Mann. Und die ganze Zeit mit der Schräglenkung gefahren. Uff, ey. Mann. Aber ey, 10. sind wir noch geworden. Also was sind wir gestartet? 10, glaube ich. Auch 10, ja, ja. Ja, gut, dann haben wir auf jeden Fall. Oh. Irgendwie so. Dann haben wir auf jeden Fall nichts Schlechtes gemacht, ey. Oh Mann, 2 so eine Katastrophenrennen. Was war denn da schon wieder oben beim Bremspunkt im Korkzieher los? Da müssen wir aber ganz schnell mal Nachforschung anstellen. Ich glaube, ich bin ein bisschen aufs Curb gekommen. Ja, 2-mal. Ja. Oh. Also, du bist auf den Sand gekommen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ich guck gerade mal rein hier die erste Runde nochmal mit euch. Oh Mann. Ja, hier wurde ich auf jeden Fall erstmal komplett überall durchgereicht, weil wir zu viel Platz gelassen, überhaupt nicht gekämpft um die Position. Ganz, ganz große Scheiße von mir auf jeden Fall. Super langsam durch die Kurven durchgeschlichen, weil ich wirklich Angst hatte, jemanden abzuschießen. Das ist ja wirklich bei iRacing sehr, sehr fatal. Da ziehe ich auf jeden Fall immer gut und gerne nochmal zurück. Oh, hier riesige Schlitzer drin gehabt. Der hinter mir schnappt mich jetzt, glaube ich, auch gleich in den nächsten Kurven, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier auch super scheiße angefahren. Kurve. Eieieiei. Ja, hier super beschissen weggekommen, glaube ich. Und dann ging wieder das Desaster los hier. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, in der Situation, also was in meinem Kopf vorging, war Scheiße, was machst du jetzt? Weil das ist ja wieder dieselbe Situation wie vorher und ich wollte wirklich so weit wie es geht außen fahren, aber dadurch, dass das da oben blind ist, ja, kam halt totales Desaster dabei raus, ne? Musst du eigentlich vom Gas, wenn du merkst, es wird brenzlig, vom Gas gehen. Gut, dahinter war auch noch einer, hättest du ein bisschen mehr vom Gas gehen müssen, aber so vermeidest du halt irgendwelche, du weißt ja auch nicht, was der rechts neben dir macht, der vor dir. Der kann ja das genauso machen wie du im ersten Rennen, kannst dich erinnern, und ja, ein bisschen rausrutschen über der Kuppe, auch keinen Grip kriegen und hätte dich ja theoretisch dann auch, wie du beim ersten Rennen, dich rausballern können. Ist nicht passiert, aber du bist halt auf den Curb gekommen, ne? Beziehungsweise auf Sand gekommen, weil du sehr weit links warst. Ja. Ich hatte echt keine Chance mehr rüberzuziehen. Ja. Ja, ich weiß, weil du halt über die Kuppe, da hättest du halt komplett... komplett lupfen müssen. Ja, ich hätte beide vorbeilassen müssen. Ja, genau. Und der dahinter, der Gelbe, hat sich ja auch nochmal, der hat den Fehler gemacht, den du eine Runde später gemacht hast. Ja. Und zwar, der ist rechts auf den Curb gekommen und ist dadurch abgebogen. Und ich dachte, der erwischt dich noch, aber ist Gott sei Dank hinter dir eingeschert. Also in die Mauer, sozusagen.
Ja, der ist zu früh auf dem Rasen rauf hier, ja. Und gut, dass du dich abgedreht hast, weil ich glaube, der hätte dich voll erwischt. Lass mal laufen aus seiner Perspektive. Hättest du dich dann nicht abgedreht, hätte er dich voll erwischt. Ja, hier, mal gucken. Aus seiner Perspektive. Oh ja. Ich glaube, der hätte dich voll erwischt. Ja, aber du, das war dann am Ende war es dann auch egal, weil... also hier habe ich noch gut überlebt. Aber dann habe ich... Ich weiß gar nicht, warum das immer passiert. Also mal an euch da draußen, habt ihr auch manchmal so... Ich nenne das mal so Blackout-Momente, wo ihr einfach, weiß ich nicht, nur Käse macht? Also... So richtig? Gibt es. Weiß ich nicht. Dann hat man mal einen scheiß Tag erwischt oder... man ist mit dem Kopf in einer ganz anderen Kurve. Hatte ich auch schon. Man fährt, ist voll in Trance und du denkst, jetzt kommt Kurve 7 und dabei bin ich erst in Kurve 3. Ja. Und bremst total falsch an und denkst so, das war jetzt nicht so in meinem Kopf drin. Ja, hier. Ich meine, ganz ehrlich, also hier oben auf dem Korkenzieher. Also, da muss ich ja selber über mich lachen. Ich fahre hoch, fahre irgendwie links, will rauffahren. Also, hä? Was ist das denn? Also, da fällt mir nichts zu ein. Es ist halt, ich fahre nach links, fahr hoch auf die Korkenzieher zu. Was ist das denn? Also wirklich, die beiden Rennen, absolutes Chaos und richtig beschissene Scheißleistung von mir. Aber ich sage euch eins, das schreckt mich nicht zurück. Sigi die Blase Lentes geht jetzt einmal laufen lassen und dann, also ich muss heute noch mal ein vernünftiges Fefe-Rennen auf die Kette kriegen. Ich habe so das Gefühl, Fefe ist heute mit wie sagt man denn, verhext. Aber ich enthexe es. Nun, schön, dass ihr zugeguckt habt, Leute. Pete, danke schön, dass du den Spotter gemacht hast und mir seelischen und moralischen Beistand gibst. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und falls ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Anregungen habt bezüglich Fahrstil, Kurven, Verbesserungsvorschläge, Trading Pains, Kappa, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Däumchen wären Träumchen, drückt die Glocke, denn darüber freut sich Reini. Und ich sag tschüss und Pete sagt... Rini hauen, Decken. Oh, heute sogar mit Decken. Tschüss in Kopf, gang.